Ich bin Stefan, ich bin Teamleitung bei dem im Arbeitsbereich Schule und Inklusion bei Adelbühr 1 seit 2018. Ich bin Teamleitung für Integrationshilfen vorwiegend im weiterführenden Schulbereich. Das bedeutet ab Klassenstufe 5 bis Open End, also Abschlussjahrgänge, gymnasiale Oberstufe oder in anderen weiterführenden Schulen. Verantwortungsübernahme in meinem Arbeitsbereich. Verantwortungsübernahme splittet sich in ganz viele verschiedene Aspekte auf. Unter anderem übernehme ich Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für Mitarbeiter, die jetzt in meinem Tätigkeitsfeld im weiterführenden Schulbereich sind. Über die Fürsorgepflicht hinweg, dass gesundheitlich alles stimmt, dass sie sich wohlfühlen, dass die Qualität auch unseren Ansprüchen genügt oder gegebenenfalls hier in dem Punkt nachgesteuert werden muss, dass die Schüler bedarfsgerecht begleitet und betreut werden. Dazu schauen wir auch in Hospitationen, die Schulen rein, sprechen mit Klassenlehrern, sprechen mit Schulleitungen, sprechen natürlich mit unseren Mitarbeitern, führen Fachberatungen dafür durch, haben dementsprechend auch eine Verantwortung gegenüber den Eltern unserer Schüler, gegenüber Leistungsträgern, sprich Eingliederungshilfe, entsende Jugendämtern von fremduntergebrachten Kindern, Kooperationspartnern, wie zum Beispiel die Autismuswohngruppe in Schleswig, sind hier in Kontakt, haben Verantwortung, dass die Kinder hier auch adäquat in den Schulen begleitet werden im Schleswiger Raum, ich habe auch eine Verantwortung gegenüber meinem Arbeitgeber, so sehe ich das persönlich als Anspruch auch. Wir haben Verantwortung gegenüber der Gesellschaft im Hinblick auf Inklusion und die Teilhabe für Kinder, die alleine den Schulalltag nicht bestreiten könnten, möglich zu machen. Ja, das sind so im Groben die Verantwortungsbereiche, für die ich mich verantwortlich fühle, für die ich Verantwortung übernehme, aber auch Entscheidungen treffen muss und dann mit den Konsequenzen umgehen muss. Ich bin Pädagoge. Das ist Nein, also die Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß. Die Abwechslung zwischen Büro, Außendiensttätigkeit in den Schulen, in unterschiedlichen Schulformen tatsächlich auch, um mit dieser Vielfalt an Mitarbeitern und Kindern auch umgehen zu können, tagtäglich, macht unheimlich viel Spaß und treibt mir jeden Tag auch an einen längeren Arbeitsweg, als vielleicht meine Kollegin zu haben. Kurz vor 7 und dann geht das eigentlich los. Wir schauen, Krankmeldung, Vertretungsregelung so schnell wie möglich abzuwickeln. Dann wird die Kaffeemaschine angestellt, nachdem der Anrufbeantworter abgehört wurde. Genau, und dann werden eigentlich die Termine abgearbeitet. Hospitation in Schulen, Hilfeplangespräche mit das Bereich Fachberatung am Nachmittag, die vorbereitet werden muss, wo thematisch Vorarbeit geleistet wird. Aber jeden Tag tatsächlich unterschiedlich. Und natürlich der Austausch mit Kollegen und der Spaß. Ich habe bisher keinen Tag, wo ich missmutig zur Arbeit gefahren bin. Egal wie die Krisenhärte oder Krankheitswelle uns erwischt hatte, immer wieder gern zur Arbeit gefahren. Definitiv, weil man, wie gesagt, auch eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern bummelig im Schnitt 50 bis 60 Mitarbeiter hat und da das auch einen Überblick und auch ein gewisses Feingefühl haben muss, Zeichen zu deuten, zu sagen, okay, irgendwas ist im Busch oder sagen, schön, es läuft alles tatsächlich und es geht auch allen gut. Denn nichts ist schlimmer, als auch mit Bauchschmerzen auf Arbeit gehen zu müssen, denn dafür ist die Arbeit zu sensibel in dem Moment.